Wir sehen jetzt Ursula von der Leyen, sie ist ans Mikrofon getreten. Und deshalb wollen wir jetzt mal in Brüssel reinhören, wie sie sich zum Impfdesaster äußert. Von Altenheimen geimpft worden. In Dänemark sind es in den Altenheimen sogar 93%. Und in Italien haben wir bis heute mehr als 4% der Bevölkerung, die eine Impfung erhalten haben. Diese drei Beispiele zeigen, dass die Impfkampagne in Europa vielerorts an Fahrt aufgenommen hat. Insgesamt sind in Europa seit Dezember 26 Millionen Impfdosen ausgeliefert worden. Mehr als 17 Millionen Menschen wurden geimpft. Und wir werden so hart wie nur irgend möglich arbeiten, dass wir unser Ziel erreichen, nämlich dass wir bis Ende des Sommers 70% der erwachsenen Bevölkerung in Europa geimpft haben. Und dennoch ist es eine Tatsache, dass wir heute beim Kampf gegen das Virus noch nicht da sind, wo wir sein wollen. Wir waren spät dran bei der Zulassung. Wir waren zu optimistisch bei der Massenproduktion. Und vielleicht waren wir uns auch zu sicher, dass das Bestellte tatsächlich pünktlich geliefert wird. Wir müssen uns fragen, warum das so ist und welche Lehren wir daraus ziehen können. Aber lassen Sie mich dennoch zunächst mit drei Punkten beginnen, von deren Richtigkeit ich tief überzeugt bin. Es war richtig und es ist richtig, dass wir Europäerinnen und Europäer den Impfstoff gemeinsam bestellt haben und nun solidarisch teilen. Ich mag mir gar nicht ausmalen, was es bedeutet hätte, wenn einige wenige große Mitgliedstaaten sich Impfstoff gesichert hätten und der Rest leer ausgegangen wäre. Was das für unseren Binnenmarkt bedeutet hätte und für die Einheit Europas. Es wäre wirtschaftlicher Unsinn und es wäre das Ende unserer Gemeinschaft. Second point, I'm deeply convinced of. Und der zweite Punkt, von dem ich fest überzeugt bin, die gleiche Solidarität müssen wir auch gegenüber unseren Partnern in unserer Nachbarschaft und in der ganzen Welt zeigen. Dabei geht es auch darum, das Virus einzudämmen und die Wahrscheinlichkeit von Mutationen einzugrenzen. Der Zugang zu Impfstoffen in Ländern mit niedrigerem Einkommen ist eine Angelegenheit, die uns genauso am Herzen liegen muss wie unsere eigene Solidarität. Deswegen ist COVAX eingerichtet worden, diese Fazilität, in denen die Länder mit hohem Einkommen den Zugang zu Impfstoffen für Länder mit weniger Einkommen sichern können. Die Mitgliedstaaten und die europäischen Institutionen gemeinsam haben hier 850 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Wir sind hier der größte Beitraggeber für COVAX. Und COVAX wird ab diesem Monat auch Impfstoffe zur Verfügung stellen. Ich bin mir sicher, dass dieses Haus dem zustimmen wird, dass wir mehr benötigen. Denn unsere Verantwortung geht ja hier über Europas Grenzen noch weit hinaus. Meine Damen und Herren Abgeordnete, der dritte Punkt, den ich gern betonen möchte, ist unser Ansatz und unser Verfahren. Wir haben hier eine Entscheidung getroffen. Wir wollten keine Abkürzungen nehmen, wenn es um die Sicherheit und die Effizienz ging. Und wir stehen auch voll und ganz hinter dieser Entscheidung. Es gibt hier keinerlei Kompromisse zu machen, wenn es darum geht, einen aktiven Wirkstoff einer Person, die gesund ist, zu verabreichen. Und deswegen haben wir uns hier auf die Agentur und die Verfahren dazu verlassen. Ja, diese Genehmigungsverfahren dauert 3 bis 4 Monate mehr. Und diese längere Zeit ist aber eine wichtige Investition in das Vertrauen und in die Sicherheit. Aber auch aus diesem Verfahren muss man seine Lehren ziehen. Und wir sind bereits dabei. Zunächst einmal ist es so, dass wir bei den klinischen Untersuchungen die Daten besser teilen müssen.
Und deswegen versuchen wir, ein europäisches Netzwerk dieser klinischen Studien aufzubauen, gemeinsam mit unserer zuständigen Kommissarin Kyriakides. Dafür wird man einen Rahmen aufstellen, um die Impfstoffe so schnell wie möglich prüfen zu können. Eine weitere Lehre, die man aus den Entwicklungen ziehen muss, ist natürlich die Massenproduktion. Natürlich konzentrieren wir uns alle sehr stark auf die Entwicklung von Impfstoffen. Aber wir haben insgesamt natürlich die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Massenproduktion unterschätzt. Man braucht normalerweise 5 bis 10 Jahre, um einen neuen Impfstoff zu entwickeln. Und wir haben das innerhalb von 10 Monaten geschafft. Das ist eine große wissenschaftliche Errungenschaft, auf die wir wirklich stolz sein können. Aber die Wissenschaft hat in gewisser Weise die Industrie überholt. Die Herstellung neuer Impfstoffe ist ein sehr kompliziertes Verfahren. Es ist nicht möglich, einfach nur über Nacht ein Werk aufzubauen dafür. Und außerdem ist es so, dass diese Impfstoffe bis zu 400 Wirkstoffe enthalten und dass hier bis zu 100 Unternehmen daran beteiligt sein können. Deswegen haben wir eine Taskforce eingerichtet, um die industrielle Produktion der Impfstoffe zu verbessern. Thierry Breton, unser Kommissar zuständig für den Binnenmarkt, ist hierfür zuständig. Und es geht darum, dass die Taskforce die Probleme findet, identifiziert und sie löst. Die Industrie muss der Geschwindigkeit der Wissenschaft hinterherkommen. Das ist so wichtig. Verehrte Abgeordnete, es ist wirklich so, dass die Industrie hinter der galoppierenden Geschwindigkeit der Wissenschaft hinterherkommen muss. Wir verstehen natürlich, dass es bei der Massenproduktion von Impfstoffen zu Problemen kommt. Aber Europa hat Milliarden investiert im Vorfeld zum Aufbau dieser Kapazitäten. Und wir drängen ja auch die Mitgliedstaaten, ihre Impfkampagnen vorzubereiten. Deswegen brauchen wir unbedingt Verlässlichkeit. Aus diesem Grund haben wir auch den Mechanismus zur Exporttransparenz eingerichtet. Um das ganz deutlich zu sagen, wir wollen die Unternehmen nicht beschränken, die ihren Verträgen mit der Europäischen Union nachkommen. Es gibt auch eine automatische Ausnahmeregelung für die EWR-Länder, also die Export in die EWR-Länder, für die Balkanstaaten und die anderen Nachbarstaaten, für humanitäre Bedürfnisse und für die 92 Länder von mittlerem und niedrigem Einkommen, die von COVAX abgedeckt werden. Europa möchte also immer helfen, ist bereit dazu, aber wir wollen natürlich auch unseren Anteil erhalten. Und zu diesem Mechanismus, da möchte ich ein Wort zu Irland sagen. Man muss die Lehre ziehen, dass Fehler gemacht wurden, die zu dieser Entwicklung geführt haben. Das bedauere ich auch sehr. Aber wir haben es am Ende lösen können. Und ich kann Ihnen versichern, dass meine Kommission alles tun wird, um den Frieden von Nordirland zu sichern, so wie wir es während des gesamten Brexit-Verfahrens auch getan haben. Verehrte Abgeordnete, der Kampf gegen das Virus ist ein Marathon, es ist kein Sprint. Man muss in die Zukunft blicken, man muss vorausschauend sein und man muss einen langen Atem haben. Jeden Tag hören wir neue Nachrichten, wir hören von neuen Mutationen und auch, wie viel mehr ansteckend sie sind. Wir haben nicht immer das ganze Bild, wir wissen nicht immer, wie die Effizienz der Impfstoffe ist, aber wir wissen, dass diese Nachrichten immer wieder kommen werden. Wir müssen darauf eingestellt sein, wir müssen dem möglichst vorgreifen und
handeln. Und deswegen beginnen wir jetzt mit dem HERA-Projekt. Wir wollen damit vorbereitet sein auf neue Varianten. Wir müssen unsere Gesetzgebung an diese Herausforderung anpassen. Wir brauchen hier Sequenzierung und Studien und wir brauchen systematisches Teilen von Informationen und Daten. Denn um dieses Virus zu bekämpfen, müssen wir möglichst viel über das Virus wissen. Und gleichzeitig haben wir es noch mit einer weiteren Herausforderung zu tun. Wie ich schon sagte, wir haben es ja hier mit ganz neuen Impfstoffen zu tun, die in so großer Skala früher nie produziert wurden. Einer der Engpässe hat zum Beispiel nur mit zwei synthetischen Molekülen zu tun. Wenn wir nur 250 Gramm mehr dieser Moleküle hätten, sagen mir die Unternehmen, dann könnten sie 1 Million mehr Impfdosen produzieren. Und aus diesem Grund brauchen wir mehr Koordinierung bei der Lieferung von wichtigen Wirkstoffen. Wir brauchen hier entsprechende Forschungskapazität. Und öffentlicher und privater Sektor müssen wir noch enger zusammenarbeiten. Das wird die Hauptaufgabe von HERA sein. Wir müssen sicherstellen, dass trotz zukünftiger Mutationen, die es geben wird, wir im nächsten Winter und darüber hinaus sicher sind. Ja, wir wissen, dass die Informationen, die wir über das Virus und die Impfstoffe haben, sich jederzeit wieder ändern können. Und deswegen werden wir eine Kontaktgruppe einrichten zwischen dem Europäischen Parlament und der Kommission. Und ich werde alles tun, was mir möglich ist, damit Sie alle Verträge, die wir unterzeichnet haben, prüfen können und einsehen können. Denn ich weiß, dass man für Vertrauen Transparenz benötigt. Abgeordnete, wir alle geben unser Bestes im Kampf gegen das Virus. In den Familien, in den Städten und Gemeinden, in den Mitgliedstaaten und auf der europäischen Ebene. Und das sollten wir uns gegenseitig nicht absprechen. Wir werden diese Herausforderung nur bewältigen, wenn wir zusammenhalten. Unser gemeinsamer Feind, das ist das Virus. Es lebe Europa. Dankeschön. Soweit also die Rede von Ursula von der Leyen, der EU-Kommissionspräsidentin im Parlament in Brüssel. Und Ursula von der Leyen, ja, sie hat zugegeben, dass es Fehler gegeben hat bei der Bestellung der Impfdosen und dass am Anfang auch zu wenig bestellt worden ist. Auf der anderen Seite hat sie noch einmal die Vorwürfe erneuert gegen die Pharmaindustrie, dass sie ihre Versprechen und Verträge nicht eingehalten haben und dass es auch ein richtiger Weg gewesen sei, dass Europa eine gemeinsame Strategie verfolgt hat, um bei der Verteilung der Impfdosen an die 27 EU-Mitgliedsländer auch gemeinsam zu handeln, weil sonst würde die Gemeinschaft zerbrechen, wenn jedes Land für sich selbst handeln würde. Sie sagte noch einmal, das Vertrauen braucht Transparenz und deshalb werde die EU-Kommission alle Verträge, die mit den Pharmaherstellern für den Impfstoff abgeschlossen worden sind, sie werden Ihnen im Parlament vorgelegt, damit man das alles auch dann prüfen kann und diese Transparenz, die will sie also auch ermöglichen. Und sie sagte noch einmal, der gemeinsame Feind, der heißt Corona. Das Virus. Und deshalb müsse man gemeinsam zusammenstehen.